So, hallo, da ist noch ein Video. Ich möchte euch einfach mal erklären, wie ihr diesen LED-Balken, den ihr hier seht bei dem G29, einmal aktivieren könnt. Das ist ja jetzt nicht schwer oder so, aber es gibt zum Beispiel Spiele, da wird das einfach nicht automatisch unterstützt. Wie zum Beispiel Euro Truck Simulator 2 oder American Truck Simulator, das spiele ich zum Beispiel. Es gibt auch Spiele, da wird das automatisch unterstützt. Welche das sind, kann ich euch nicht sagen. Nur ist dann halt immer das Problem, dass diese blöden LEDs zwar vorhanden sind, aber nicht leuchten. So. Und die sollen ja eigentlich leuchten, wie man den Wunsch hat. Ne? Nicht, dass das einfach wie eine Kirmes leuchtet die ganze Zeit, das geht dann nämlich auf den Keks, sondern es sollte dann schon leuchten, wenn es dann angebracht ist. So, jetzt ist das immer so standardmäßig bei Euro Truck Simulator 2 oder bei American Truck Simulator funktioniert das einfach nicht. Dann geht ihr bei Google drauf und dann findet ihr dann hier wie bei Bing auch nur so ein Schrott. Ne? Das ist Ergebnisse, die kann man gar nicht gebrauchen. So, da gibt es aber ein Tool. Das zeige ich euch jetzt mal, wenn ich das finde. Das hier. Fanal LEDs. Ist alles auf Englisch. Halb so wild. Wer kein Englisch kann, den erkläre ich das jetzt mal ein bisschen. Jetzt müssen wir erstmal dieses Tool besorgen. Das ist ganz kostenlos. Wir wählen hier Fana LEDs ein. Und dann müsste dann hier die Seite kommen. Eigentlich. Also bei Google kommt sie direkt. Google.de. Gehen wir jetzt da drauf. Dann kommt natürlich die Scheiße, weil das Bing ist. Und dann gehen wir hier oben die Adresse einfach selbst ein. Fana LED. So, dann haben wir hier schon direkt die Anzeige. Dann gehen wir auf die Seite. Gehen wir hier auf den Download-Button. Aktuell ist jetzt zurzeit die Version 2.4H. Das lädt ihr euch runter. Ist völlig kostenlos. Das habe ich dann auch schon getan, habe es installiert und jetzt erkläre ich euch, wie das einfach funktioniert. Jetzt habt ihr das Programm hier vor euch liegen. Startet das Spiel, passiert gar nichts. Kann ich euch erklären, warum? Ihr müsst das ja erstmal anfassen. Ihr müsst ja erstmal schauen, ob euer Lenkrad, bei mir das G29 halt, ob das auch verfügbar ist. Treiber müssen installiert sein. Es muss alles so weit sein, dass es benutzbar ist. So, dann geht ihr dann hier auf Help. Warum das bei Help ist, kann ich euch nicht sagen. Und dann steht dann hier Setup Games Automatically. So, das brauche ich jetzt alles nicht machen. Das habe ich schon getan. Und dann habt ihr hier eure Einstellungen, viele Umdrehungen und bla, das ist eigentlich, macht das Ding das automatisch. So, jetzt starten wir jetzt einfach mal Euro Truck Simulator 2, weil jetzt steht dann hier Status Idle, jetzt steht hier Game Rating, bla 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 bla, K steht None, das stellen wir gleich ein. Beziehungsweise ich habe schon eingestellt, ich möchte euch halt nur zeigen, wie das aussieht, wenn das eingestellt ist. So, jetzt starten wir einfach mal die Pro-Mod, weil das ist ja auch natürlich damit kompatibel. Es ist ja nämlich schon eine feine Sache, wenn man da die LEDs hat und die auch nutzen kann. Bloß wenn man halt Google und Bing und wie sie alle heißen durchforstet, findet man nur Schwachsinn. Ne, das ist ja klar. Aber es ist ja auch nicht schwer, die Dinger zu aktivieren. Man muss sie sich halt entsprechend anpassen. Das habe ich auch getan, weil nimmt man da die normalen Einstellungen. Ja klar, leuchtet das, ne? Es leuchtet einfach irgendwie. Aber es soll ja zum Beispiel, so habe ich das bei mir eingestellt, wenn ich jetzt am Ende eines fahrbaren Ganges bin, dass das dann zu dem Zeitpunkt blinkt, wenn ich hochschalten soll. So. Da weiß ich dann schon, jetzt muss ich hochschalten. Ich kann in etwa die Umdrehungen zuordnen, ob die angemessen sind. Dass man auch vernünftig fährt. So, jetzt müsste es aber auch gleich jeden Moment fertig sein. Schade, dass meine Cam da vorne steht, sonst könnte ich euch das Disco nicht gleich mal zeigen, aber das ist ja auch halb so wild. Das kriegen wir auch so hin. So, jetzt läuft das Spiel. Und jetzt gebe ich einfach mal Gas. Und die LEDs sollen leuchten. Jetzt habe ich einfach mal raus. So, jetzt haben wir hier wieder das Fenster. Jetzt hat er zum Beispiel auch mein Fahrzeug erkannt. Jetzt habe ich hier den Strahles. So. Jetzt gehen wir hier auf Advanced und dann haben wir Car Settings. Das sind die Einstellungen für das jeweilige Fahrzeug. Wenn ihr jetzt jeden LKW einmal durch switcht, dann habt ihr alle Fahrzeuge irgendwann alle hier drin.
Dann habt ihr das alles mit Standardeinstellungen, das ist auch scheißegal. So, jetzt gehen wir hier zum Beispiel mal auf den Strahlis. Das sind die Umdrehungen, dieses RPM First, Second, Third, Last. So, das ist die Einstellung, wann das wie blinken soll. Dann haben wir die Einstellung RPM Shift. Das ist der Zeitpunkt, wann ihr hochschalten solltet. Und jetzt haben wir hier bei RPM First, habe ich zum Beispiel jetzt die 1000 eingetragen, da geht dann die erste LED an. Dann die zweite bei 1500, die dritte bei 2000 und die letzte bei 2230. Und hochschalten, das ist der Zeitpunkt, wann dann anfangen soll zu blinken, habe ich bei mir eingestellt auf 2400. Am Anfang ist er irgendein Schrott eingestellt, kann man eh nichts mit anfangen. Bei fahrenden Energie habe ich jetzt, das heißt der letzte Gang, wann Feierabend ist, das ist der 12. So, dass wenn ihr im 12. seid, dann euch das nicht unnötig auf den Sack geht. So, die ganze Klamotte speichert ihr einmal hier ab. Ne, und dann könnt ihr das Ganze schließen. So, und dann könnt ihr dann das Ganze verwenden. Ihr könnt euch das dann jetzt hier auch einstellen, wie ihr das haben wollt. Ich habe das halt so eingestellt, wie man es halt nötigerweise braucht. Man kann das jetzt zum Beispiel noch einstellen, dass dieses Programm mit Windows startet und all so ein Kram. Und das brauche ich alles nicht. Und ich denke mal, ich habe euch da sehr geholfen. Das ist auch bei ATS ist das so, dass dieses Programm funktioniert. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß, das zu verwenden. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das in den Kommentaren. Abonniert mich, vielleicht kommt noch mehr Brauchbares. Ich wünsche euch da viel Erfolg. Viel Spaß damit.